Jede Sprache braucht die Musik, um ihre Bedeutung zu erhalten, einen Sender und einen Empfänger. Sie braucht einen Musiker und Zuhörer. Zwischen diesen beiden gibt es eine Interaktion und die Musik ist tatsächlich ein Kommunikationsvermittler zwischen zwei Partnern. Der Musiker beeinflusst das Publikum mit seinem musikalischen Diskurs und das Publikum reagiert darauf, was die Art zu spielen beeinflusst und verändert. Das nennt man Interpretation. Der Musiker interpretiert ein Musikstück unterschiedlich, je nach Publikum oder je nach dem Ort, an dem er sich befindet. Diese Interaktion ist für das emotionale Verständnis der Dimension der Musik notwendig. Im Falle einer CD hat man eine Interpretation ein für alle Mal festgehalten. Man kann sagen, dass eine solche Interpretation Musik aus der Konservendose ist. Auf der Stereoanlage hört man immer diese gleiche Interpretation. Daher kann es manchmal frustrierend sein, Musik zu Hause zu hören, weil es diese Verbundenheit mit dem Musiker nicht mehr gibt. Es bleibt nur seine Melodie, aber man kann ihn nicht mehr beeinflussen. Wenn man Musik mit einem Soundboard hört, das aus einem lebendigen Material hergestellt ist, findet man diese Verbundenheit wieder. Es ist wie ein musikalischer Partner, der eine musikalische Botschaft wieder neu für uns interpretiert.